Alter Falter. Das ist richtig schwer. Der kulinarische Inder. Oh, Baby. Ich kann sagen, ein bisschen scharf. Ja, oh, sorry, vergessen, du bist ja kein Schaf. Ich explodiere, es ist jetzt kein Spaß mehr. Los geht's. Bruder, jetzt bin ich schon hier in Hamburg. Alter, lass mal was machen. Wir sind nur am Handy. Tja, Digga, was Instagram, dies, das. Lass mal raus. Was willst du? Soll ich dir den Hafen zeigen oder was? Bruder, ich hab Hunger. Was glaubst du, wofür ich hier bin, Alter? Zum Essen? Pizza? Burger? Wo ist das? Aber echt, statt die ganze Zeit am Handy rumzuhängen, könntet ihr mir wirklich was zu essen mitbringen. Was geht ab, meine Freunde, und welcome back zu einem neuen Video. Und in dem heutigen Video haben wir sehr, sehr hohen Besuch bei uns in Hamburg. Und zwar Österreichs größten Foodblogger. Oh. Digga, was machst du überhaupt hier? Ja, Bruder, ich bin zum Essen hier. Und ich werde einen Tag bestimmen, was du essen willst. Was Oha. Wir essen werden. Oha. Und die, die mich kennen, die wissen, dass eine Speise bei mir ganz oben steht. Und das ist Pizza, mein Freund. Und ich wünsche mir von dir die beste Pizza in Hamburg heute. Und okay. Weh, du enttäuschst mich. Okay. Die beste Pizza in Hamburg ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, muss ich sagen. All die uns auch kennen persönlich, Julie und mich, wir lieben auch Pizza extrem. Und es gibt einen Laden in Hamburg, Luigi's, wo ich jetzt wirklich recherchiert habe gerade, soll der beste Pizzaladen in Hamburg sein. Ich bin echt gespannt, ob dieser Laden überzeugt, weil ich selbst als Hamburger hier noch nie war, Mann. Okay, Risiko. Risiko, Alter. Risiko. All in, Alter. All in, Leute. Mal schauen, ob wir hier die beste Pizza Hamburgs finden. Also, da kann man sagen, was man will, aber die Empfehlungen des Tages sind schon Premium. Pizza Avocado. Hier vor allem, wartet mal, Leute, Pizza Al Pecino. Frischkäse, Entrecot, Salat, Rucola, getrocknete Tomaten, Chilischoten, Walnuss. Ich hab nur Entrecot verstanden. Okay, Bruder. Immer wenn ich in eine neue Pizzeria komme, gilt für mich Folgendes. Ich probiere die Margherita und ich probiere eine Special Edition. Und du wirst heute die Al Pecino nehmen. Das ist eine Pizza mit Entrecot. Und ich nehme die Klassiker Bufala und dann teilen wir, und so wird heute unser Schlachtplan sein. Okay, danke. Boah, Maschine. Yes. Oh, alter Falter. Bevor es jetzt hier weitergeht, check den ersten Link in der Beschreibung ab. Ja, man, dort seht ihr, wie es gestern losging in Hamburg. Eine fette Foodtour mit uns beiden bei mir auf dem Kanal. Von Fisch zu Cheesecake zu Burger. Einfach alles, was das Herz begehrt. Also abonniert auf jeden Fall Lukas seinen Kanal und checkt das Video unbedingt ab. Pizza Nummer 1, was haben wir hier, Bruder? Eine Pizza Bella Mozzarella, Freunde. Wir haben hier Bufala Mozzarella, normalen Mozzarella, wir haben Tomaten, wir haben Basil, wir haben Oregano, wir haben knusprigen, flachen Teig. Sieht so richtig einfach leicht und knusprig aus. Wunderschönes Ding. Echt, diese Traumhaft. Also auch der Durchmesser an der Maschine. Größe ist da, ja. Also und jetzt kommt das absolute Highlight, meine Freunde. Der Killer. Al Pecino. Der kann es auf jeden Fall. Zieht euch das rein. Das Ding ist belegt. Tapeziert mit Steak. Getrocknete Tomaten, Chilischoten, Walnüsse, Soße nochmal drüber. Wahnsinn. Ich hab noch nie in meinem Leben so eine Pizza gesehen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie schön findet ihr die bitte. Digga, ich weiß noch nicht mal, wo ich anfangen soll, die überhaupt zu schneiden, Alter. Digga, wie wild ist das bitte? Extra Luigi's Spezialmesser. Und ich bestimme, dass wir unsere Pizza mit Händen und Slices essen. Zieht euch rein, wie schön die ist, Leute. Wahnsinn, oder? Also, ich habe in meinem Leben noch nie so eine Pizza gesehen. Krass. Ja, krass einfach. Teig auch eher weich, man sieht es so am Fall. Alter, ich finde, das ist halt ein Ding, oder? Geil. Yes. Ey, das ist jetzt kein Scherz, ne? Das war jetzt gerade der krasseste Pizzabiss meines Lebens, Alter. Ich schwöre es, es ist nicht fürs Video. Astronomisch, Mann. Nee, ich komme gerade gar nicht auf meinem Leben klar. Die Pizza ist auch Pesto, Alter. Die hat so eine Würze. Die Soße, ich kann das gar nicht definieren. Wahnsinn. Alter, mir tropft es aus dem Mund.
Was sagst du, 1 bis 10? Wenn 10 wirklich so oberste Grenze ist? Eine 8. Eine 8? Eine 8, 8,2. Also bei mir... Wegen persönlicher Präferenz, aber sonst... Ja. Also ich bin da vielleicht Amateur noch in dem Segment, aber das ist einfach der heftigste Biss meines Lebens, Bruder. Ich kann es nicht erklären, ja, aber... Das ist halt auch, Alter, das ist auf Steroiden, die Pizza. Das. Auch die absolute Schönheit, meine Freunde, kann nicht anders sagen. Der Teig ist speziell, der Teig ist geil. Mhm. Nach diesem Erlebnis gehst du auf die Pizza, die ist light. Das ist Cola Zero. Und das ist die Cola mit alles drin, was geht. Ja, Digga. Das ist das Maximum von. Und das ist so die Light-Version. Die kommt halt bei mir gerade nicht ran. Ich bin gerade, also, ich wein gleich. Du spannst mich auf die Folter, lass mich auch rein. Ja, hau rein, ich schwör's dir. Hau rein. Dieses Erlebnis, Bruder, Digga, diese Mix aus Chili. Ja. Sag mal. Ja. Andere Welt. Das Fleisch super. Das mega Saft, mega krasse Soße. Alter. Also es ist einfach eine Explosion. Hey, Leute, kommt nach Hamburg, keine bezahlte Werbung. Geht in diesen Laden und bestellt euch die Al Pacino. Es war eher schon so ein Sandwich. Ja. Das ist für mich keine Pizza mehr, sondern klar. Eher so ein Beef Sandwich. Aber ein geiles Beef Sandwich. Mhm. Junge, war das ein heftiges Frühstück, Alter. Ja. Ich bin bis oben hin voll, komplett. Bei mir geht noch gut was. Echt? Also, das so ein Frühstück macht glücklich. Einfach Pizza am Morgen. Alter, du bist auch einen Kopf größer als ich, Mann. Ja, ich würde sagen, ich brauche ein Dessert, mein Freund. Was hast du am Start? Ein Dessert? Ich brauche was Süßes. Was Süßes? Vielleicht ein Espresso noch. Ich würde sagen, so ein Franzbrötchen wie gestern, gibt es davon auch ein bestes in Hamburg. Tatsächlich kenne ich das beste Franzbrötchen in Hamburg. Ja. Ich habe mal damals ein Video abgedreht. So, mein Freund, hier stehen wir vor dem wirklich besten Franzbrötchen in Hamburg. Real Talk. Wenn ihr in Hamburg sein solltet, dann müsst ihr zum Mutterland. Hier gibt es die ultimativen Maschinen. Ich werde mal nicht so viel labern, wir gehen einfach mal rein. Ja, ja, ja. Ausgewählt habe ich natürlich auch schon. Hey? Für dich und mich. Okay, bitte. Zwei Flat White bitte und dann zwei Franzbrötchen, einmal das normale und das mit Apfel. Danke. Auswahl hast du vorzüglich getroffen. Alter, würde ich auch sagen. Vorzüglich. Auch sagen. Zieht euch das rein, das ist ein Hamburger Franzbrötchen. Ich habe sowas noch nie gegessen, echt nicht, kein Scherz. Da ist einfach der Apfel drinnen, eingearbeitet. Ein Traum einfach. Das sieht so teigig und schwer aus. Ja. Ich kann mir so halt vorstellen, wie das jetzt. Guck mal, aber das ist hier, es ist richtig, es ist eine Maschine. Da ist die Masse. Leute, das ist die Masse. Da ist die Masse. Rein. Das ist ein Hamburger Zimtgebäck. Süß angelehnt. Und zwei Flat White, die Lukas hier bestimmt hat, sehen auch sehr, sehr schick aus. Bruder, du bist Gast. Also. Darf ich reinsetzen oder? Du darfst dich reinsetzen, ja. In meinen Mund reinsetzen. Setz das Franzbrötchen in deinen Mund rein. Alter. Oh, yeah. Das ist gut Masse da auf jeden Fall. Ja, das ist richtig heavy. Aber trotzdem, glaube ich, fluffig. Mhm. wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Maschallah. Ja? Mhm. Boah. Ja, sexy. Ja, schön teigig. Ja. Fest auch. Ja. Trotzdem ein bisschen fluffig. Zimtig, süßlich. Mm. Ich, es riecht bis hat man hier einfach gerne im Mund, das Teil. Ach, no homo. Köstlichen Flat White. So kann man weitermachen, oder? Also die Pizza hat mich echt schon gekillt, muss ich sagen. Aber gönnt euch, Dicke, das ist richtig schwer. Es ist schwer, es ist heavy. Mm. Bruder, ich habe nicht in Erinnerung, dass sie so geil waren. Jetzt fetzen wir mal richtig rein. Seht ihr, wie schön das ist? Alter, das ist also
Franzbrötchen Deluxe. Jo, guten Appetit, mein Freund. So, mein Lieber, die Pizza war ja ganz nett und das Franzbrötchen auch. Ganz gut so als kleines Dessert. Ja. Aber eine Sache fehlt mir noch. Wie? Ich brauche einen Döner. Digga, ich sterbe. Und zwar einen richtig saftigen Döner. Ich platze, Junge. Ey, kein Scherz. Ich hab kein. Du machst mich fertig. Du killst meine Wipes gerade. Bruder, das hat gerade erst begonnen. Alter, ich kann nicht mehr, Alter. Wir werden gerade erst warm. Junge, ich bin eigentlich auf Diät, Alter. Mein Magen ist so fully loaded jetzt gerade. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, dann mach besser Platz, weil es geht jetzt erst los. Aber Hauptsache, wir schleppen die ganze Zeit die Pizza von Jody mit. Wir gehen jetzt mit Pizza Döner essen und Franzbrötchen essen. Und perfekt. Und die Pizza verlässt uns nie. Sie ist immer an unserer Seite. Die ist immer mit uns, Alter. Ja, mein guter Freund. Ja. Du wolltest einen sehr, sehr schönen, sexy Döner haben. Und den bekommst du nur hier bei Soul Kebab. Und man muss auch dazu sagen, auch nur hier in der Fuhlsmittler Straße beim Bam BKS Bahnhof. Also wenn ihr in Hamburg seid, extrem wichtig hierher zu kommen, weil der ist richtig, wie du sagen würdest, juicy. Juice. Also heute Morgen plane ich auch eine Dönertour zu machen durch ganz Hamburg. Da soll ich den Laden mitnehmen, oder? Also auch hierher kommen nochmal. Nummer 1, allemal. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, den Döner Hamburg. Der Döner Hamburg sieht so aus, schwarz auf weiß, quasi Döner Sandwich Hamburg, Kohlsalat, Pommes, Dillsalat und Sol Remoulade. Absolute Maschine, dazu nimmst du dann auch noch ein Vollkorn Sandwich und dann bist du glücklich. Ich bestimme, was wir heute essen. Scheiße. Auf gar keinen Fall Vollkorn. Also mein Freund, wir nehmen zwei Hamburg Döner. Zweimal Hamburg Döner. Genau so wie sie sind, ohne Vollkorn. Ohne Vollkorn. Ja. Mit Kalb oder Hähnchen, was möchten Sie? Ich hätte gern Kalb und der gute Herr auch gern Kalb. Perfekt, Mann. Ich esse eigentlich gerne Hähnchen. Ja, schade. Heute bist du mit mir unterwegs. Kalb ist besser, vertrau mir. Echt? Ich bring dich auf den Geschmack. Okay, ist klar. Ist der so nach deinem juicigen Ermessen? Ich glaube, ja. Ja? Der sieht auf jeden Fall sehr juicy aus. Ja? Ja. Guckt euch dieses Gerät an. Also das ist wirklich ein Döner. Also, Platz. Ich frage mich gerade, wie sollen wir den essen, Alter? Ich zeig dir die Technik, Bruder. Technik? Die Technik, ja. Die Technik macht's aus. Nicht ich die Größe. Ich zeig dir wie. Nicht immer, aber beim Döner schon. Beim Mutter schon. Okay. Los geht's. Okay. Job gesagt. Es sieht auf jeden Fall sehr erotisch aus, so wie gerade ist, mit dem Ganzen, mit der Soße in deinem Bart. Bombe. Ich hab nur, wie gesagt, die Soße war auf einem Fleck. Ein bisschen die ganze Soße. Ja. Aber ansonsten brutal. Juicy, frisch und stabile Soße. Mm. Und nicht zu wenig Fleisch. Okay, beim Stabil. Essen redet man nicht, Bruder. Ich schon. Ich bin Foodblogger. Ich darf das. Bruder, ich kann nicht mehr. Ich platze, Alter. Das ist einfach so viel. Stell dich so an. Das ist nur ein Döner. Puh. Komm. Komm. Boah. Vorbei, Leute. Bruder, ja. Ich explodiere, es ist jetzt kein Spaß mehr. Ich bin so dermaßen überfüllt. Ich will einfach nur sterben und schlafen. Ja, ich muss eingestehen, du hast ganz gut mitgehalten. Ja. Ist okay. Aber wie gesagt, es wartet noch was auf dich. Also reiß dich besser zusammen. Oh, ja. So, mein Schatz. Wir haben dir den besten Dürüm der Welt mitgebracht. Und die beste Pizza Hamburgs. Also ich bin echt gespannt, ob du sagst, dass es die beste Pizza ist. Du musst es gleich mal probieren. Also sie sieht natürlich nicht mehr so sexy aus wie am Anfang, aber mein Schatz, das ist für mich die heftigste Pizza ever. Ich bin ja mächtig gespannt, weil er hat mir gerade 10 Minuten von dieser Pizza erzählt. Echt? Was sagst du? Mhm. Interessant? Mhm. Sehr geschmacksintensiv. Chili, Pfeffer. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen scharf. Ja, oh, sorry, vergessen, du isst ja kein Schaf. Ich
Ich war so euphorisch. Wer hat das vergessen? Ich war so euphorisch, dass ich das vergessen habe. Aber im Grundlegenden Walnuss. Komplett anderes Pizza-Level, würde ich sagen. Ja, das ist ein Sandwich. Sandwich-Level. Scharf? Ich habe vergessen, dass sie kein Schaf ist. Ich war so euphorisch, dass ich verplant habe, dass sie kein Schaf ist. Schärfe empfindlichste Frau, glaube ich, dieser Erde. Eins von 1 bis 10, wenn 10 richtig saftig ist. 10. Ja, aber echt? Die Schärfe nervt mich halt. Ja. Aber die Pizza ist geil. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also wir müssen da auf jeden Fall nochmal hin. Ja, auf jeden Fall gemeinsam. Yes. Oh, baby. Sexy. Können wir uns kurz zurückziehen zu zweit? Das war sehr erotisch. Digga, was will der denn schon wieder? Jo, Junge, was willst du denn schon wieder? Was geht? Ja, Bruder, sorry, dass ich gerade kurzfristig weg musste. War dringend, aber so leicht kommst du nicht davon. Digga, ich hab mich schon gefreut, Digga, dass du weg bist und jetzt einen auf den, oder was? Nein, so leicht geht es nicht. So, an so einem schönen Abend wie diesen bestelle ich mir Butter Chicken bei meinem Lieblingsender. Und das müsst ihr jetzt auch machen. Butter Chicken? Ja. Naanbrot? Ja. Und Samosas, wenn es die gibt. Ja. Fünf Sterne, meine Freunde. Wenn das nicht schmeckt, dann weiß ich auch nicht. Für mich mittelscharf und für Jody ohne scharf. Butter Chicken, Leute. Also, ich habe noch nie indisch bestellt. Uiuiuiui. Ich weiß noch nicht mal, wie man das isst, muss ich echt sagen. Komm, das Butter Chicken. Löffel Butter rein Chicken. Und rein, ja. Und Vollgas, ne? Es ist eigentlich so. Kann man nicht anders sagen. Ist sehr, 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 sehr scharf angelehnt. Steht ihr auf indisch? Schreibt mal in die Kommentare. Ich schon, aber ich traue mich nicht immer ran, muss ich sagen. Ist schon sehr zart, das Fleisch. Jetzt bin ich aber auch echt gespannt, wie das Naanbrot schmeckt. Zieht euch das mal rein, so ein richtig ganzes Naanbrot. Man merkt das, ich bin halt null der kulinarische Inder. Das Naanbrot ist richtig wild. Ja. Mhm. Was sagst du? Ein Deins dürfte nicht scharf sein. Doch, ist scharf. Ist scharf? Echt? Oh Baby, okay. Heute kriegst du die volle Schärfe. Erstmal die Pizza scharf, dann Butter Chicken scharf. Obwohl es normal ist, ne? Es gab 4 Schärfestufen. Und ihr tränt schon die Augen und die Nase. Ich kann nicht. Echt? Das ist so scharf. Ich muss auch an Juna denken, wenn die hinterher trinkt. Ja, okay. Also bleibt mehr für Papa übrig. Ganz genau. Leute. Boah, das killt mich gerade auch. Ich dachte, es geht scharf, aber mit jedem Bissen wird das immer schärfer. Meins habe ich hier schon auch gegessen quasi. Das jetzt noch hinterher hier, Jodys. Lukas, du killst mich. Ich bin so satt, so satt. Boah, das wird eine tolle Nacht. Jo, es geht. Sorry, dass ich los musste vorhin. Alles gut? Und Butter Chicken, stabil, oder? Digga, das Butter Chicken war echt geil, muss ich sagen, Bruder. Aber damit hast du mich komplett gekillt, muss ich echt sagen. Alter, ja, das ist Knockout-Meal. Es ist wirklich Knockout-Meal. Abgesehen davon, dass Jody fast gestorben ist, weil es so scharf war. Ich am Ende auch, weil ich ihre Portion noch aufessen musste. Dann noch die Pizza am Morgen, komplett Eskalation. Alter, Diät hast du auf jeden Fall gut zerstört, Bruder. Beerdigt. Ich schwöre, Diät beerdigt. Ich hoffe aber, euch da draußen hat das Video gefallen, vor allem die ganzen Kreationen. Ja, dass ich meine Diät dafür sogar zerstört habe. Und danke, dass du am Start warst, auf jeden Fall. Ja, habe ich mega gefreut. Am Start sein durfte. Checkt auf jeden Fall Lukas sein Video ab, was parallel ja auch heute online gegangen ist. Futur. Yes. Hamburg 2.0, nochmal ein bisschen exklusiver als dieses Video tatsächlich. Und in dem Sinne heißt es jetzt für uns, ich fahre euch zum Flughafen. Es geht wieder nach Hause, nach Wien, genau. In Wien muss ich auch mal vorbeikommen. Das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Nur österreichisches Essen für 24 Stunden, Mann. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ja, was ihr davon haltet. Darauf habe ich jetzt richtig Bock, Alter. Yeah. Okay, ja, word, Alter. Bis nach Wien.
Und last but not least, die letzte Frage. Welcher Laden hat dir am besten gefallen? Dann hat mir Pizza am besten gefallen. Tatsächlich die Pizza, Alter. In dem Sinne, meine Freunde, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie sagt man bei dir auf dem Kanal? Den Video gerne ein Like, schreibt in die Kommentare, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns bald wieder. Im nächsten Video. Peace out. Peace.